Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lada. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lada Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen erkunden. Abonniere den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Herzlich willkommen auf der wahrscheinlich eher kleinen Serie oder Folge von Thessaloniki bis Ancona. Ich war ja gestern Abend schön essen bei meinem Kumpel Panos. Vielen Dank auch nochmal dafür, dass ich bei dir übernachten durfte. Er hat mich auch eingeladen zum Essen und zum Bierchen, zum Kaffee. Also war für All-Inclusive-Urlaub sozusagen. Also herzlichen Dank, Panos. Ja, ich bin heute Morgen dann ganz früh aufgestanden, eigentlich noch vor dem Wecker, den ich mir um 6 Uhr gestellt habe, aufgestanden. Dann habe ich mit Panos noch 2 Kaffee getrunken, haben wir uns ein bisschen verschwätzt und statt früh wegzukommen, war es dann doch schon 7:30. Und ja, aber es ist Sonntag und das ist natürlich praktisch, weil dann ist nicht so viel Verkehr, vor allen Dingen in Thessaloniki. Und ja, bin dann losgefahren. Er wohnt eigentlich in die falsche Richtung, praktisch von Italien aus gesehen. Das heißt, ich bin bestimmt eine Stunde von ihm durch Thessaloniki, bis ich draußen war, gefahren. Hat dann natürlich auch noch angefangen zu regnen. Das ist natürlich gar nicht gut, weil meine Scheibenwischer, die sind eher suboptimal, denn die funktionieren nur noch auf Intervall und das relativ langsam. Also, ja, das ist halt ein altes Auto und der Scheibenwischermotor, der gibt, glaube ich, auch bald seinen Geist auf. Also ein schön Wetterauto. Aber glücklicherweise scheint jetzt die Sonne, blauer Himmel, es ist schön warm. Ich habe heute mal die Aufnahme hier gemacht. Ich war gerade mal auf der Toilette, weil es gibt keine Raststätten auf der Autobahn. Bei uns gibt es ja so alle 5 bis 10 Kilometer. Da kann ich mal anhalten, an- und ausmachen, aber hier gibt es das einfach nicht. Und ja, wie gesagt, 380 Kilometer ungefähr waren auf dem Tacho, die ich fahren muss heute bis zur Fähre. Ich habe jetzt noch 180 ungefähr auf dem Rest stehen und das sollte ich gut schaffen. Die Fähre fährt um halb neun ab und ich muss mindestens 2 bis 2,5 Stunden vorher da sein. Also das sollte sich ausgehen. Jetzt haben wir 10:25 Uhr. Wenn die Straße und die Autobahn so gut bleibt, denke ich mal, bin ich spätestens um 14 Uhr da. Dann kann ich mir ein Fährticket kaufen. Ganz relaxed, stelle das Auto ab, gehe nochmal irgendwo schön was essen und gehe auf die Fähre. Ja, ich denke mir einfach, der nächste Stopp halt gibt es dann in Igoumenitsa und mal gucken, was wir da in der Zeit machen können, bis die Fähre abfährt. War ich vor 25 Kilometer ja auf Toilette und auf dem Parkplatz. Ja, fahre nach 10 Kilometern, kommt ein Schild Autohof und das ist natürlich prima, weil ich musste eh tanken Und ich habe immer gesehen, es stehen so ganz kleine Schilder an der Autobahn und dann steht dann drunter 9 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle. Das heißt wirklich, du musst halt wirklich abfahren. Ne? Also es sind ja 9 Kilometer hin und 9 Kilometer zurück. Das sind ja fast 20 Kilometer nur zum Tanken. Da muss ich ja bald schon wieder tanken. Und der Zeitverlust macht. Ne? Da war natürlich jetzt praktisch, dass dann stand 15 Kilometer Autohof. Der ist jetzt hinter mir und habe jetzt voll getankt. Jetzt reicht es auf alle Fälle bis Igoumenitsa und eigentlich muss ich dann erst wieder in Italien tanken, weil da ist es wieder günstiger als hier. Ja, aber ich nutze natürlich jetzt gleich den Autohof nochmal. Ich werde nochmal einen Kaffee trinken, meine Scheibe hätte ich nochmal putzen können, damit ihr bessere Sicht habt mit der Dashcam und da geht's weiter. Und ich glaube, ich muss mal gucken im Handy, wie viele Kilometer es jetzt noch sind. Gucken. Anek Lines, Route. Richtung, dann wenden. Ja, machen wenden. Wir dann. Gut, 150 Kilometer, sagt Google Maps. Also, naja, das ist in, sag mal, 2,5 Stunden locker machbar für mich. Und das ist natürlich gut. 2,5 Stunden, das wäre ja, 1:30. Okay, rechne ich jetzt noch mal eine halbe Stunde drauf. Bin ich gegen 2, 3 da, ist eigentlich perfekt. Kann ich ganz easy Ticket kaufen, sollte ausgehen. Dann heute Nacht Fähre nach Ancona. Jawohl, Italien, Bella Italia, wir kommen. So, und jetzt geht's Kaffee trinken. Nach meinem Kaffee ging es weiter auf der Autobahn und die Kilometer verflogen wie im Flug. Und schon kam ich nach Igoumenitsa. Google Maps zeigte mir an, dass die Autobahn praktisch im Meer endet und ich halte kurz auf dem Seitenstreifen an, um nachzusehen, wo ich genau hin muss. Die Autobahn endet praktisch im Hafen. Ich biege rechts ab und plötzlich bin ich in Igoumenitsa. Da ich keine Ahnung habe, wo ich ein Ticket herbekomme, drehe ich eine Runde durch das Hafenviertel und parke Wim, um in Ruhe mich zu erkundigen. Ein Werbeschild verspricht Tickets und somit laufe ich dorthin. Also, da drüben war leider doch kein Ticket-Office, aber ein Hotel. Und na, da habe ich nachgefragt. Sie meinte jetzt praktisch, ich soll 300 Meter in die Richtung gehen. Auf der rechten Seite, da würde der Hafen oder ja, die Ticketstelle sein. Man könnte mit dem Auto hinfahren, aber na, bin jetzt so viel gefahren heute schon. Bisschen Laufen tut gut. für die Beine und außerdem habe ich da einen Parkplatz, da steht Wim gut und ich kann leichter schauen, ob irgendwo dieses Office ist. Und 300-400 Meter, alles prima. Also laufen wir jetzt mal ein Stückchen. So, drinnen angekommen ist der Ticketschalter da. Anek Lines ist auf der anderen Seite, also hier bin ich richtig. Und jetzt werde ich mal fragen, was das Ticket kostet. Ja, ich glaube 210 € habe ich gestern im Internet geguckt, Auto und für mich. Und dann werde ich buchen und heute Abend geht es nach Italien. Ja, einfach 10 Minuten später oder noch nicht mal bin ich fertig. Mein Ticket und das fürs Auto, Gate 7, 18 Uhr, soll ich da sein? Ja, irgendwo hier hinten wahrscheinlich, hier hinter mir, da ist der Parkplatz, da soll ich hin, aber ich werde jetzt erstmal ordentlich was essen gehen, dann hat Panos noch ein bisschen was und dann werde ich mal schauen, ob ich für morgen früh noch was bekomme. Ja, das... Dann geht die Reise auf dem Schiff wieder weiter. War ja erst vor 3 Tagen von Batumi auf der Fähre nach Burgas. Also Wim ist sehr erprobt und ich glaube, die Fähre, die geht auch nur oder 20 Stunden fährt die, 18, 20 Stunden morgen Abend, frühen Abend sind wir in Ancona. Dann gibt es abends schöne, leckere Pizza. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber jetzt gibt es noch mal irgendwas, Gyros mit Tzatziki oder so. Ja, jetzt sitze ich schön im Restaurant, hab nochmal Biftecki, glaube ich, bestellt oder ja, Fleisch mit Käse. Dann gibt es einen guten Salat dazu, einen griechischen und natürlich ein wohlverdientes fast Feierabendbier. Hab's ja nicht mehr weit bis zum Terminal. Also Prost auf das jetzt die Reise. Es sind jetzt über 3.400 Kilometer gewesen. Alles gut funktioniert hat, dass Wim durchgehalten hat, dass ich durchgehalten habe. Kein Unfall, das ist eigentlich das Wichtigste für mich. Und ich hoffe, dass die letzten 1.500 Kilometer auch noch so gut gehen und darauf stoße ich mit dir an. Ja, mein Essen ist gekommen. Ich kippe mal die Kamera ein bisschen. Meinen leckeren Salat und mein leckeres Fleisch. Darauf habe ich mich schon gefreut. Gestern gab es Fisch, heute Fleisch. Ja, so geht zumindest jetzt Griechenland kulinarisch gut zu Ende. Und ich freue mich jetzt auch morgen dann auf die Pizza und Pasta. Und dann irgendwann auch auf die Heimat. Lecker. Und ich lasse es mir mal schmecken und freue mich nachher auf die Fähre. Sag mal Prost und auch, dass du jetzt Hunger bekommst, den ich habe. Die Einfahrt zum Hafengelände habe ich schnell gefunden. Am Ende der Autobahn geht es auf das Gelände und an der Einfahrt wird überprüft, ob das Fahrzeug auf der Liste der Fährgesellschaft steht. Das Gate 7 oder die Anlegestelle 7 finde ich schnell. Allerdings steht hier erst ein LKW und ein Auto. Ich fahre in den Schatten des LKWs und ab hier beginnt das Warten. Nach einer Stunde werden die paar Autofahrer aufgefordert, ihre Fahrzeuge in eine andere Reihe zu stellen. Ab jetzt heißt es, in der Sonne zu stehen. Die Fähre kommt irgendwann gegen 16 Uhr und das Abladen der LKWs geht hier schnell vonstatten. Eine Stunde später geht es schon auf die Fähre drauf und gleich geht's los, nach Italien. Ja, ich war eben vorne nochmal eine Information und wollte fragen, ob ich Abkrieg kriege, weil auch die Dusche hier nicht funktioniert diesmal. Ja, bisschen blöd. aber es ist, wie es ist. Und jetzt wollte er 148 € von mir haben, nochmal zusätzlich. Das ist ja nochmal der Fahrpreis, praktisch fürs Auto und für mich. Ich habe 178 bezahlt. Ja, habe ich dankend abgelehnt. Ich denke mir, hier ist sowieso nicht viel los, weil alles leer. Werde ich mich jetzt hier breit machen. Einfach was trinken und ja, ein bisschen schlummern. Dann sehen wir uns morgen wieder beim Auschecken sozusagen irgendwann mal. Was erwartet dich in der Folge 21? Ich starte auf meinen persönlichen Höllentrip über den Brenner. Die Alpen werden zu meinem Lada-Albtraum und ich bin das erste Mal auf meiner Reise fix und fertig. Schaffe ich die Alpen oder scheitere ich hier in Italien? Dir hat das Video gefallen? Dann freu dich auf das nächste. Lass ein Like da und klick auf Abonnieren. Das ist völlig kostenlos und es hilft mir weiter.